Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Einhaltung der Menschenrechte und die Einhaltung von Umweltschutzauflagen ist für Schweizer Konzerne eine Selbstverständlichkeit, sagen die PR-Abteilungen von Schweizer Konzernen. Gut, dann ist es ja auch überhaupt kein Problem, wenn die Einhaltung der Menschenrechte und der Umweltschutzauflagen für Schweizer Konzerne verpflichtend sein sollen und falls diese doch dagegen verstoßen sollten, dafür gerade stehen müssen. Nicht mehr und nicht weniger fordert die Konzernverantwortungsinitiative. Wie heißt es doch in anderen Kontexten so schön, wenn nichts falsch macht, hat auch nichts zu befürchten. Wovor fürchten sich aber gewisse Konzerne? Sie sagen, sie können für ihre Tochterfirmen nicht auch noch die Verantwortung übernehmen. Was heißt das denn? Das ist in etwa so, wie wenn Sie einen Profikiller beauftragten, jemanden zu töten und dafür nicht die Verantwortung tragen müssten. Das wäre eine kranke Scheiße. Was beklagen solche Konzerne und ihre gekauften Verteidigerinnen und Verteidiger sonst noch? Sie jammern etwa, die Initiative schade der Wirtschaft, der Klassiker. Falsch. Sie schadet nur der schadenbringenden Wirtschaft. Sie schadet nur Konzernen, die Kinderarbeit bewusst unterstützen und wissentlich Flüsse vergiften. Ja. Und so etwas darf einfach nicht mehr länger möglich sein, denn das schadet der ganzen Schweiz. Was würden Sie sagen, wenn ein Konzern aus dem Kongo in Ihrem Garten hochgiftigen Müll vergraben würde und Sie könnten nichts dagegen unternehmen? Na? Sie würden darüber wohl Ihren Lebensmut und vielleicht gar Ihr Leben verlieren. So, genug aufgeregt, ich stimme selbstverständlich Ja zur Konzernverantwortungsinitiative, weil ich in einem Land leben will, in dem es nicht länger möglich sein darf und soll, dass Konzerne zur Gewinnsteigerung straffrei über Leichen gehen. So einfach ist das. Ich hoffe, Sie sind mit mir einverstanden.